Mein Name ist Annalena und ich mache ein freiwilliges ökologisches Jahr im Zoo Osnabrück. Mein Name ist Emily. Hallo, ich bin Marian. Ich mache hier im Zoo Osnabrück an der FAJ ein freiwilliges ökologisches Jahr. Und heute ist der internationale Artenschutztag und der Zoo möchte heute auf den Artenschutz aufmerksam machen. Wir sammeln heute Spenden für die Organisation, die jetzt Zoo Osnabrück unterstützt, und unsere Besucher können dabei sich entweder am Ringe werfen, am Nachhinein versuchen oder auch eine kleine Rallye unternehmen. Artenschutz ist wichtig, weil viele Tiere vom Aussterben bedroht sind, dadurch, dass durch die Klimaerwärmung der Lebensraum wegschmilzt, aber auch durch Ackerbau und Forstwirtschaft viel Lebensraum den Tieren entnommen wird. Zoos sorgen mit Nachzucht dafür, dass die Population aufrechterhalten wird, aber auch durch Bildung klären sie auf, wie man sich für die Umwelt einsetzen kann und welche Tiere als bedroht gelten. Zoos sammeln Spenden, um Projekte in der Wildbahn zu fördern. Der Zoo Osnabrück unterstützt Artenschutzprojekte wie beispielsweise die Wiltshire Conservation Foundation, die Organisation Save the Rhino, den Verein Euronerz, der im Übrigen von einem ehemaligen Tierpfleger aus dem Zoo Osnabrück gegründet wurde, das Red Panda Network, das Sintang Orang-Utan Center, den Verein Rettet den Drill, den Verein Zwinisco, der sich für den Schutz des Humboldt-Pinguins einsetzt, und die Wildcats Conservation Alliance. Beispielsweise der Verein Euronerz züchtet Nerze nach. Auch eine bedrohte Art. Beispielsweise haben wir auch eine Fee hier bei uns, die im Waschbärgehege zu finden ist, und ja, wildert die dann wieder aus. Das Projekt Save the Rhino unterstützt Ranger vor Ort und verhindert das Wildern von Nashörnern. Man kann darauf achten, welche Produkte man konsumiert, beispielsweise Recyclingpapier kaufen oder weniger Fleisch essen, Produkte ohne Palmöl kaufen. Aber auch beispielsweise den eigenen Garten ansprechend für verschiedene Tierarten gestalten, durch Insektenhotels, Verstecke für Igel etc.